Ein leichter Wind bläst uns auf die andere Seite nach Serbien hinüber. Im Sommer 1990 herrschte in Jugoslawien noch allseits Frieden. Doch das sollte sich bald gewaltig ändern. Die serbischen Kraftfahrer treten meist sehr temperamentvoll auf. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Radfahrer hier eine gefährdete Art darstellen. Wir werfen einen Blick auf Bosnien, das nur einen Steinwurf von Serbien entfernt liegt. Gleich hinter Zvornik, am Fluss Drina, ragen die ersten Moscheen in den Himmel. Im Laufe der Zeit gewinnen wir deutlich an Höhe. Die Kräfte sollten dabei gut eingeteilt werden. Eine kleine Rast im Schatten oder ein kühler Schluck aus dem Brunnen helfen da weiter. Ganz oben empfängt uns ein Kriegerdenkmal. Die Erinnerung an die tragische Geschichte des Landes wurde hier in Beton gegossen. Mit der Höhe ist es eiskalt geworden. Eine letzte scharfe Kehre, dann stehen wir vor der Abfahrt. Unglaublich steil, um scharfe Kurven und an nackten Felswänden vorbei, rasen wir den Berg hinunter. Weiter unten wird es spürbar wärmer, das Gefälle flacht ab und die grüne Ebene von Page breitet sich vor uns aus. Unterwegs lernen wir Brian aus England kennen, der ebenfalls seit Wochen auf Reisen ist und sich auf dem Weg nach Australien befindet. Gemeinsam bewältigen wir die regenreiche Strecke bis zum Uchitsee. Je näher wir der albanischen Grenze kommen, desto mehr verändert sich dabei der Charakter der Dörfer und Städte des Kosovo. Nach einer nasskalten Nacht hat Brian es auf einmal sehr eilig fortzukommen. Er sucht die Weite. Bevor wir uns ins wärmere Griechenland aufmachen, möchten wir hier noch ein wenig die Seele baumeln lassen.